Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Galaxy 2. Heute werden wir höchstwahrscheinlich, hoffentlich, alle Welten komplimentieren. Hoffentlich. Ich werde es bald erfahren. Aber so viele haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch drei Welten und dann öffnet sich hoffentlich die ultimative geheime Bonuswelt. Wir können gespannt sein. Grünstern 2. Ich bin gespannt, wo er ist. Ah ja, alles klar. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das Spiel damit sagen will. Diese Schalter sind wertlos für mich. Nee. Zumindest die meiste Zeit über. Oh Gott. Multibeilig. Moment, habe ich ihn gesehen? Habe ich den Stern gesehen? Ich glaube, ich habe den Stern. Ich habe den Stern gesehen. Was ist passiert? Was war das denn jetzt? Bin ich durch die Plattform durchgefallen oder was? Ich komme gerade nicht mit. Tut mir leid. Das war zu schnell für mich. Was ist da passiert? Oh nein! Oh nein, er mampft mich! Oh Gott! Da stehe ich safe, okay. Alter Schwede! Und da ist der zweite Stern. Entschuldigung, ich merke gerade, ich bin total leise. Es tut mir leid, ich musste mich konzentrieren. Das ist wirklich schlimm. Aber wenn irgendwas mit dem Takt ist und dann ich gucken muss und alles und steuern und das ist zu viel für mein Gehirn. Ich verarbeite das alles nicht zeitgleich und das geht nicht. Ich kann da nicht zeitgleich dann noch brabbeln. Das ist für mich nicht ganz technisch möglich. Egal, auf jeden Fall haben wir wieder eine weitere Galaxy komplementiert. Und wir sind jetzt schon in der intergalaktischen Bossparade angelangt. Ich schätze mal, das wird jetzt ähnlich strukturiert sein von den Sternen her wie, die Arena halt, die wir auch schon im letzten Part hatten. Denke ich einfach mal. Also, dass sie dann einfach irgendwann mal zwischen den Bossen erscheinen werden. Hatten wir nicht auch noch schon welche gesehen? Ich glaube, wir hatten auch schon zwischendurch welche gesehen, ja. Egal, wir werden es herausfinden. Und Feuer! Feuerwort, wirklich. Ach nee, doch noch nicht. Das ist ja nur die normale. Bam! Oh nein, sie ist pisst. Ultra pisst. Oh nein! Und tot. Ich bin ein fieser, gemeiner Rüpel. Gut, hier ist aber sonst nichts. Also können wir weiter. Ich glaube, hier auf der Rückseite haben wir gute Chancen. Oder? Zumindest haben wir die Kometenmünze, also. 6er-Kraft? Ist natürlich auch nice. Hallo, König Octo-Typi. Bitte beballer mich mit deiner Kokosnuss. Bow, bow. So mag ich das. So mag ich das nicht. Ich mag den Soundtrack dazu.
Dau, 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 dau. Me gusta. Hä, warum bin ich weggerutscht? Bin ich davor schon mal hier weggerutscht? Doch komm. Da kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Bam! Toten. Und Feuer frei. Auf zum nächsten Stern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum dritten, weil ich hier den Boss überhaupt nicht leiden kann. Ich kann ihn wirklich überhaupt gar nicht leiden. Von daher tut mir leid. Gräbst du dich bitte aus? Ohne mich zu treffen! Alter! Das ist doch nicht wahr! Kann ich auch. Und jetzt? Hallo, treibst du dich mal aus? Ja, ja, lauf ruhig fort. Ich krieg dich. Und wir gehen direkt weiter. Ist da hinten schon der grüne Stern 2? Ist ihm so die Möglichkeit? Ich glaube schon. Nur nicht vorbeifallen. Da ist der zweite grüne Stern. Badadadam. Kein Problem. So, dann müssen wir jetzt einmal den Octo-Typi und einmal den Piranha fertig machen. Und dann müssen wir einfach nur Grünstern 1 schnappen. Yay! Badam. 237. Leute, wir sind kurz vorm Ende. Wir sind kurz vorm Ende. Ich kann's kaum glauben. Also vom Umfang ist Super Mario Galaxy auf jeden Fall Wahnsinn. Das muss ich mal wirklich anmerken. Es ist wirklich riesig. Man hat wirklich ewig lange damit zu tun, alle Sternteile zu finden, wenn man das denn vorhat. Aber ich denke persönlich, es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird einfach so viel Skill zwischendurch mal gefordert und dann sind manche Teile einfach so gut versteckt. Also im Vergleich zum normalen Spiel sind schon noch ein paar sehr gute Änderungen und noch mal ein paar Zusatzherausforderungen da, würde ich behaupten. Auch wenn es halt nicht so ist wie, ja komm, du hast nur noch einen Kraftpunkt für diese ganze Mission oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, allein von den Sprungelementen hier, würde ich sagen, das ist schon sehr, 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 sehr umfangreich. Ja. Das wollte ich nur so anmerken. Nein. Seit wann rutsche ich hier weg? Oh Mann. Das ist mir vorher echt noch nie aufgefallen. Dau, dau, bau. Egal. Auf jeden Fall. Oh, bald ist vorbei. Und was mache ich dann, wenn ich kein Super Mario Galaxy mehr hab? Worüber reg ich mich dann die ganze Zeit auf? Nein! Warum? Leute! Nein! Seriously, what the fuck? What are you doing? Ja, wieder auf die andere Seite springen und... Nein. Böse, 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 böse. Nein. Warum schießt du deine eigene Tentakel ab? That's not cool. Bam! Octo-Töti, Octo-Daddy, was auch immer. Verdammt. Getötet. Zeit für den Riesenmaulwurf. Beziehungsweise den Stern. Hallo, Riesenmaulwurfi.
Da ist der erste Stern. Fehlen noch vier. Alter, es fehlen wirklich... Nee, es fehlen noch... Doch, also es fehlen nur noch zwei in diesem Level. Aber ja. Ja, in dieser Welt meine ich. Insgesamt. 238. Ganz am Anfang vom LP hat mir der Nico auch ja schon wieder mal verraten, dass es wieder mal 242 Sterne gibt. Ergo, diese Welt wird sich bald offenbaren. Und dann werden wir auch auf unsere 242 hoffentlich kommen. Aber davor jetzt erstmal die Schüttelschieber-Galaxie. Ich kann mir vorstellen, dass sie richtig schwer wird. Ich meine, ihr kennt mich, wenn ich schütteln muss und irgendwas anderes dazu machen muss. Obwohl, die ging eigentlich. Wir also, ach, mal sehen, mal sehen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwie außen rumhüpfen müssen oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Ich sehe den ersten. Okay. Bonusleben. Nein! Oh, ich muss nur da runterfallen und was mache ich? Ich springe dran vorbei. Ja, das macht man so. Das macht man so. Das macht man so. Das ist Etikette. Das muss man so machen. So. Anlauf. Anlauf. Töten. Wenn man wenigstens genau wüsste, wo man runterspringen muss. Ich probiere gleich mal in die Ego-Perspektive da oben zu gehen. Das ist, glaube ich... Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Okay. Da ist der erste Stern. Wo der zweite ist, weiß ich nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Und zwar in diesem Part irgendwann. Hoffentlich. Ansonsten ist er wirklich verdammt gut versteckt. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. 239 Sterne, Leute. 239. Es fehlen nur noch drei Sterne und dann ist diese Reise vorbei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht. Verdammt. Irgendwas aus den Fingern saugen? Hm. Also ja... Ich werde ganz am Ende darauf kommen. Erstmal müssen wir uns um Grünstern 2 kümmern. Wo auch immer der ist. Okay. Also... Das ist mit den Schatten-Marios. Das ist mit den Schatten-Marios. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Also Schatten-Luigis in diesem Sinne. Ja, macht's mir doch noch schwerer. Die nerven einen mit dem Geräusch. Das gefällt mir nicht. Okay, wir sind schon mal bis zum zweiten Checkpoint gekommen. Das ist super. Das ist wirklich unglaublich. Na, dass wir jetzt getroffen wurden, nicht ganz so, aber... Oh Gott.
Okay, ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Stern ist, aber... Verdammt, ich höre ihn. Und wir sind tot. Okay. Jetzt die Frage, habe ich den richtigen Stern gehört oder den grünen Stern? Das ist so die Frage. Ah, naja, gut, woanders soll er denn sein? Woanders sollte er denn schon sein? Also von daher. Ich freue mich, dass man hier einfach so durchspringen kann. Da haben wir ihn! Wir haben ihn jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Badadadam. Alter Schwede! Warum habe ich hier... Ich verstehe es nicht! Warum brauche ich manchmal so ewig, ewig, ewig lang? Und dann, wenn ich es irgendwann nochmal spiele, bam, fertig. Wir haben 240 Sterne. Wir haben die Galaxie komplementiert. Und die super geheime Bonuswelt tut sich auf. Ich freue mich. Ich freue mich. Genial. Hüpfheld-Galaxie. Moment. Ich weiß, wir sind gerade eigentlich in Super Mario Luigi Galaxy, wie auch immer. Aber es gibt etwas, was wir tun müssen. Den Vortritt hat immer Mario. Also, bam, müssen wir kurz wechseln. Hallo Mario, wie geht's dir? So. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was auf uns wartet. Hüpfheld-Galaxie. Also ich erwarte jetzt wirklich, dass ich richtig gefordert werde und das ultimative Hüpfexamen. Ja, das klingt was nach was für mich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das wird lustig. Okay. Oh Gott. Böse, 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 böse. Okay, das ist aber am Anfang noch recht leicht. Okay, wir sind eigentlich nur mit Yoshi am Gange. Und springen fast einfach in den Tod. Einfach so. Weil, warum nicht? Ich verstehe nicht, warum die Goombas... Sind die Goombas im Weg? Nein, eigentlich nicht. Nö, Nein! Schnell weiter! Ich hoffe, es gibt Checkpoints. Okay, was ist denn hier los? Oh Gott, ich sehe, was los ist. Lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir spielen! Okay. War einfach. Und es geht weiter, oh Mann. Hui. Ich glaube, es gibt keine Checkpoints. Es war schlecht, dass ich am Anfang getroffen wurde. Es gibt Checkpoints. Ich habe nichts gesagt. Kann ich hier drauf landen? Ja. Okay, gut. Okay. Ich wollte nur testen, ob das... Mist.
Ob ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall hat's geklappt, glaube ich. Also so ultimativ ist das jetzt nicht. Okay. Soweit. So gut! Hilfe! Doch nicht so gut. Das war in Ordnung. Okay, jetzt kommen immer Checkpoints. Das. Also bisher ist es noch nicht so ultimativ. Nein! Nein! Wow! Wow! Scheiße. Ich glaube, ich muss mich anstrengen. Verdammt. Okay. Dann streng ich mich halt an. Alter! Ich bin so doof. Ich. Das ist gerade wirklich ein bisschen volltrotteldämlich. Also. Warum habe ich jetzt hier mit Probleme? Ich meine, klar, es sind Platten, aber. Ich habe vergessen, das sind diese verdammten Drehplatten. Deswegen habe ich Probleme. Ich habe nur 3 Leben. Mist. Okay. Kein Problem, das schaffen wir. Wow, das haben wir wirklich geschafft. Puh. Ich hoffe, ich habe die Kometenmünze nicht verpasst. Ich werde Mario bei der Arbeit erleben. Wahnsinn. Ja, das wirst du. Bei der Arbeit. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ja. Seine Arbeit ist eigentlich, Prinzessin Peach zu retten. Nein, Mario, halt dich fest, oh Gott. Der tapfere kleine Klempner, meine ich. Ach, Dingenskirchen. Ihr wisst, was ich denke. Scheiße. Oh, ich hasse sowas. Ich will leben. Wir leben. Unglaublich. Haben wir die Kometenmünze verpasst? Bestimmt. Okay, gut. Wir können weiter. Ich glaube, wir haben sie noch nicht verpasst. Ich hoffe es nun. Ich hoffe es wirklich. Checkpoint würde mal wieder gut tun. Oh Gott, nein! Oh Gott. Weiter, weiter, weiter. Hilfe! Münze. Oh, sehr gut. Da ist die Kometenmünze. Wie komme ich da dran? Und tschüss. Und tschüss.
Und tschüss. Okay. Okay. Oh Gott. Alter Schwede, was ist das denn für ein Killer-Schwadron? Hilfe. Noch einer weniger. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Puh. Also Adrenalin auf jeden Fall, aber... Leute, bitte. Ich weiß, ihr könnt das besser. Oder zumindest ihr könnt das mittlerweile besser. Alter Schwede. Okay, also es war wirklich nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Aber es war trotzdem schön. Vielen Dank für das Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mario, du bist schon echt große, große Klasse. Ja, du musst ihn mal lassen. Mario bei der Arbeit. 241. Tja, Leute. Es fehlt nur noch ein einziger Stern. Und den holen wir mit Luigi. Luigi. Oh, Luigi. Ich... Warum wird der noch nicht angezeigt? Ich verlasse mal kurz das Spiel. Ja, Spiel wurde gespeichert, ist okay. Wirklich beenden, ja. Ist okay, wir starten ja gleich wieder. So, da sehen wir, das letzte Mal gespeichert um 8.57 Uhr. Ach du Scheiße, wirklich schon? Nee, meine Uhr wurde noch nicht richtig gestellt. Es ist 7.57 Uhr. Ach. 7.57 Uhr, Montagmorgen. Gehen wir einfach mal in eine Welt rein, wo man sehr schnell einen Stern sammeln kann. Wie zum Beispiel die hier. Ah. Ja. So, dann ja, müssen wir jetzt erstmal drauf warten, dass halt die Bonuswelt erscheint. Jetzt die Frage, erscheint die einfach so oder irgendwann oder wann auch immer oder keine Ahnung, ja. So ein Bowser-Unhold hat all unsere wertvollen Powersterne entwendet. Du wirst den Bowser-Unhold also finden, wenn du den Powersternen folgst. Halt ihn auf, ihr Luma-Luma werden dir dabei helfen. Okay. So, hier ist ja ein Stern, oh mein Gott. Ich meine, so, hier ist ja ein Stern. Badam-pam-pam. Badadadam. Stern erhalten, den hatten wir ja noch nie. Ich glaube, den habe ich dreimal im Let's Play gezeigt jetzt. Oder? Ja, es kann gut sein. Oder? Spiel wurde gespeichert. Tja, das ist jetzt doof. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach nochmal mit Luigi. Und hoffen dann einfach mal, dass, ja, dass dann der Komet erscheint. Ja, ist okay. Aber so wirklich richtig schwer war das jetzt nicht, oder? Habe ich, keine Ahnung, irgendwas Fundamentales Falsches gemacht, was das eigentlich schwerer machen sollte? Ich weiß ja nicht. Naja, gut. Wir hangeln uns auf jeden Fall wieder mal durch. Widmen uns! Und wir haben keinen Schaden erlitten. Sehr schön. Als Luigi laufen wir natürlich wieder den gleichen Weg wie unser Bruder. Warum auch nicht?
Miau, 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 miau. Okay, wir haben einen Stein anders genommen. Oh mein Gott, wie konnten wir nur? Und alles leuchtet in Grün auf. Passend zu Luigi. Miau, weiter geht's. So, erster Checkpoint, zweiter Checkpoint, erster Checkpoint, was auch immer. Stern verballert, sehr schön. Erster Checkpoint. Also hier hätte man wirklich keinen gebraucht, finde ich. Okay. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen hochgepokert. Nee, doch nicht. Es funktioniert noch alles. Sehr schön. Ich merke gerade, dass ich die Vibrationsfunktion bei der Wiimote aktiviert habe. Das merkt man gerade echt extrem. Alter! Kannst du mal aufhören? Nein, nicht schon wieder! Egal. Es klappt immer noch. Egal. Gut. Girden. Ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir einfach mal schrack durch und... Warum wurde ich jetzt runtergekickt? Eine logische Erklärung erschließt sich mir gerade nicht. Es tut mir leid. Oh Gott! Das ist gemein! Das ist gemein, warum? Okay, ganz ruhig bleiben, wir schaffen das. Und wenn nicht, dann sterben wir halt. So wie ein echter Mario es nur Luigi es tut. Nein! Oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Was zum Teufel? Luigi, entscheid dich bitte, ob du drauf stehen bleibst oder durchfällst. Aber mach es bitte so, dass ich mich das nächste Mal noch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Egal, egal, egal. Egal. Scheiße. Wir sterben! Wir sterben! Ah, ich will doch einfach nur durchlaufen. Das ist jetzt echt suboptimal. Oh Gott! Na, ah, ich bin ein Trottel, echt! Na! Nein! Doch nicht jetzt! Bitte, Spiel! Please. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott, ich will doch einfach nur den verdammten Stern haben. Ich weiß noch nicht mal, ob man das mit Luigi zwingend machen muss, aber... Egal, wir machen es nochmal. Einfach, weil es geht. Ich meine, der Part ist jetzt erst 30 Minuten lang, also... Meh. Sollte vielleicht ein bisschen langsamer vorgehen. Ein bisschen langsamer vorgehen. Ein bisschen langsamer vorgehen.
Schritt für Schritt, außer es geht wirklich. Okay. Ja, ja. Nee. Schneller, Luigi. Sehr gut, kein Schaden genommen. Wieder die Sternteile verbraucht, die ich angesammelt habe, woher auch immer. Verdammt! Ich wurde getroffen! Mein Luigi-Antlitz wurde getroffen! Wie können Sie es wagen, dieser verdammte Roboter? Ich perfektes Wesen! Wie konnten Sie mich nur angreifen? Wie gemein! Okay, erster Checkpoint. Ach man, wir sind jetzt erst bei den Wolken. Also das Einzige, was mir wirklich hier Schwierigkeiten macht, ist halt das mit den Klappschaltern. Aber ansonsten fand ich jetzt keins von diesen Zwischenleveln großartig schwer, sag ich mal. Also wenn man die so als Zwischenlevel bezeichnen will. Und ich merke gerade wieder die Vibration im Gamepad. Ja, das ist schön. Also in der Wiimote. Aber hier hat man wirklich genügend Wolken. Man hat... Mache ich das gleiche schon wieder? Nein! Ich behalte mir zwei Wolken! Geil! Diesmal schaffe ich's! Diesmal! Bestimmt! Das heißt, ich darf jetzt nur auf blau sein. Kein Problem. Okay. Nein! Nein! Ich... Warum? Okay, das war doof. Das war richtig doof. Aber von der Angehensweise denke ich nicht verkehrt. Man sollte sich ein bisschen Zeit lassen. So ein bisschen zumindest. Ich glaube, ich habe den Rhythmus raus, in dem man sich hier fortbewegen muss oder auch nicht. Wenn ich jetzt nur von dem nicht getroffen gewesen wäre, dann hätte es geklappt. Warum habe ich immer so wenig Leben? Warum hatte ich gerade eben so viele? Anders gefragt. Nein! Hilfe! The fuck? Was war das? Ich will nicht schon wieder Game Over gehen! Spiel, du bist gemein. Und das nochmal im letzten Part. Das hätte echt freundlicher sein können. Okay. Oh Gott, nein! Ich schaff's nicht. Hallo Luba, wie geht's dir? Hast ganz schön was mitgemacht, könnte mal eine Auszeit steuern, Mann. Bam bam, 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 bam bam. Bam, 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 bam.
Ja, ist okay. Ich... Gut. Ich glaube, die brauche ich. Aber immerhin, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich da durchkomme. Das Problem ist, ich muss erstmal wieder dahin kommen. Und bis dahin ist, sind schon wieder 5 Minuten rum. Ich glaube, das nervt mich wirklich am meisten, dass ich dann halt wirklich... Naja, die Sachen, die ich machen, die ich kann, nochmal machen muss. Also die ich wirklich kann. Und wo ich eigentlich keinen Schaden nehme. Und dann kommt dann halt sowas, wo ich dann halt dauersterbe. Egal. Immer weiter. Im Yoshi-Trott. Oh Gott. Hä? Warum konnte ich nicht greifen? Was ist hier los? What's up? Jetzt fängt's an. Jetzt lässt meine Konzentration nach. Jetzt schaffe ich es nie wieder. Nie wieder. Das ganze Spiel, es ist vorbei. Mein Gott. Ich bin gestorben hier am Anfangspart. Wie konnte ich nur? Oh Gott. Es tut mir leid, Yoshi. Ich wollte es nicht, aber ich habe dich in die falsche Richtung geworfen. Warum habe ich immer 2 Sterne? Ach so, von Anfang. Ja, okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Miau, 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 miau. Ja, man findet immer irgendwie einen anderen Weg. Hey! Auf zu den Wolken! Da, wo es noch Spaß macht in diesem Level. Es tut mir leid. Nein. Ich will nur den Rumble ausmachen. Und jetzt vermisse ich ihn schon. Hä? Da ist ein Leben. Ich nehme das Leben gerne mit, danke. Wenn es mir so bereitwillig gegeben wird, dann will ich es nicht ablehnen. Oh Gott, das war knapp, Ogami. Hat ja ausnahmsweise mal perfekt geklappt und wir sind Wolken-Luigi. Yeah! Zwar ohne Wolke, aber yeah! Genauso muss das. Wolken-Luigi ohne Modifikation. Scheiße. Nee. Okay. Wir sind durch. Yes. Yes. Nie wieder. Außer wenn wir jetzt sterben, natürlich. Aber das habe ich nicht vor. Wir werden nicht sterben. Das war doof. Das war richtig doof. Das auch. Nein. Warum? Okay. Oh Gott, das war knapp. Ganz ruhig, das schaffen wir. Nein, ich will hier nur durch. Lasst mich in Ruhe.
Ich muss hier durch, Goomba, lass mich. Und dann muss ich hier ran. Und dann kann ich hier weiter. Jetzt kommen wir zu diesen Hammerbrüdern, denke ich. Weiß ich nicht. Ja. Die wir alle getrost ignorieren können. Wir müssen einfach nur durch. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Müssen wir sie am Ende alle besiegen? Theoretisch. Ja, wir müssen sie alle besiegen. Oder zumindest die... nicht die Hammerbrüder, aber die älteren Geschwister davon. Die Bumerang-Brüder. Das war knapp. Oh Gott. Weg mit euch. Und wir haben es geschafft. Ja, das wieder. Das war doch jetzt ganz einfach. Stern erhalten, auch mit Luigi. Jetzt ist die Frage, was passiert nun? Kriegen wir jetzt endlich den Stern? Also den Komet, also den Bonus, das Teil. Geist ist aufgetaucht, meinetwegen. Bestzeit verbessert. Spiel wurde gespeichert. Aber der Komet ist nicht aufgetaucht. Das stimmt mich traurig. Das stimmt mich sehr traurig. Warum? Okay, also ich mache jetzt einfach nochmal so lange das Level, irgendwelche Level, bis halt der Komet erscheint. Wahrscheinlich immer dieses. Weil deswegen. Ihr wisst warum. Naja, Bowser Unhold Power Sterne. Bowser Unhold Power Power Sterne. Luma Luma folgen, folgen, helfen. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt bald sein wird. Ansonsten mach ich das noch 10-mal. Ja. Wie sieht das nochmal aus, wenn so ein Komet erscheint? Kommt das direkt danach? Badam, babam. Bestzeit verbessert. Spiel wurde gespeichert. Ich habe so ein Gefühl, dass er nicht erschienen ist. Okay, also wir sehen uns dann gleich. Bis dann! Okay, ich habe gegoogelt und es sagt, ich brauche 9999, ja. Sternteile in Toads Bank. Das heißt, ich werde jetzt sehr, 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 sehr lange farmen. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Aber okay, ich will es ausprobieren, also, beziehungsweise ich will es euch auch zeigen. Aber diese Farmrunde, die lasse ich. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann 9999 Sternteile gelagert haben. Fehlen ja nicht mehr so viele. Das sind ganz schön viele Sternteile. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Wäre das was für dich? One-Up, nice. Du bist unter die Taucher gegangen, Toad? Ist okay. Mach das. Von wegen Urlaub. Gommel, gommel. Okay, also wir sehen uns dann gleich wieder. Ihr wisst, welche Galaxie ich jetzt tausendfach machen werde. Nach einer gefühlten Stunde und was auch immer, wie vielen Durchläufen, ich denke, wir haben es jetzt endlich zusammen. Wir haben gleich 9999 Münzen, Sternteile, was auch immer, im Lager. Und wehe, das reicht nicht. Wow, so viele Sternteile. Aber jetzt kann ich keine mehr für dich aufnehmen. Was mache ich nur? Der Lagerbestand beträgt zurzeit 9999. Möchtest du auf deine Sternteile zugreifen? Ja. Verlassen. Wow, so viele Sternteile. Aber jetzt kann ich keine mehr für dich aufnehmen. Was mache ich nur? Ich weiß es auch nicht.
Angeblich erscheint jetzt der Risikokomet. Ich bin sehr gespannt. Er ist da. Unglaublich, wirklich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist Zeit. Wir haben einige Leben dazu bekommen, durch das ganze Farmen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Ja. Es wird Zeit für die letzte Mission in Super Mario Galaxy 2. Großmeister der Galaxien. Ich bin sehr gespannt. Ist doch das gleiche wie gerade eben. Was ist jetzt der Unterschied? Oh! Ich sehe es. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Na, das wird lustig. Was zur Hölle? Wow, ich komme noch nicht mal an zwei Gegnern vorbei. Na, das wird gut. Das wird richtig gut. Oh, bitte lass es Checkpoints geben. Bitte lass es Checkpoints geben. Oh je, oh je. Scheiße, ich hätte länger warten müssen. Okay, gut, es ist nicht einfach nur durchziehen, es ist einfach wirklich auch manchmal ein bisschen Taktik. Verdammte Hacke, oh Gott. Oh Gott. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Oh, bitte lass es Checkpoints geben. Ich halte das nicht aus. Okay. Einmal dürfen wir getroffen werden. Scheiße. Das wird kompliziert. Egal, wir beenden einfach unseren Lauf da. Das verläuft alles eher suboptimal. Alter Schwede! Auch nicht mal geschafft. Okay, es wird sich zeigen, ob es einen Checkpoint gibt oder nicht. Ich vermute nicht. Das heißt, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Es gibt keine Checkpoints. Oh nein! Okay, hier habe ich keine Probleme. Sagte er. Nee. Scheiße! Oh Gott! Uiu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 
Nein. Böse. Ach, Mann! Das heißt, ich... Hä? Ach, scheiße! Das ist böse! Das ist wirklich... Das ist richtig, 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 richtig böse! Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Oh Gott. Oh Gott. Überhaupt nicht knapp. Also ihr wisst schon, dass das jetzt höchstwahrscheinlich Ewigkeiten dauern wird. Und ich wahrscheinlich alle meine Versuche aufbrauchen werde. Egal, oh Mann, das wird richtig scheiße knapp. Okay, wir sind wieder bei den Wolken. Okay, es gibt zwei Stellen, wo ich höchstwahrscheinlich getroffen werde. Zum einen die Stelle gleich. Und zum anderen die Stelle danach. Vor allem die mit den... Naja, mit den Elektrozäunen. Nicht nur die in der Luft schweben, sondern auch die anderen, die halt so im Kreis... was heißt hier im Kreis? Nee, die einfach hin und her schwanken. Oh Gott. So praktisch ihr Wolken auch seid, ich darf euch nicht mitnehmen. Oh Gott. Oh. Ich will nicht Luigi sein. Ich will überhaupt nicht Luigi sein hierfür. Und vor allem nicht Wolken-Luigi. Nein! Nein! Sorry, aber ich, nee. Tut mir leid. Ich passe. Ich mach das nicht mit Luigi. Ich mach das mit Mario. Tut mir leid. Die Kombination Wolke und Luigi, das ist da, oh, das ist richtig, richtig böse. Luigi springt schon allgemein ein bisschen höher als Mario. Und das ist halt genau der Abstand, wo man genau wieder in die Teile reingerät. Also in die Stromteile. Ganz am Ende. Das geht nicht, das kann ich nicht. Ah. Also das ist einfach eine technische Sache. Das ist ein... Manche schaffen das vielleicht mit Luigi, ich definitiv nicht. Deswegen, Mario, du bist wieder am Werk. Mit einer Kraft. Okay. Ich glaube, ich werde noch meine 40 Versuche aufbrauchen. Nintendo! Ja, das ist schwer. Aber das ist gemein. Das ist schwer, aber gemein. Das ist auch nicht so ganz meins. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, wir sind schon mal zwei. Bei der Stufe 2, wie auch immer.
Warum macht es mir so kompliziert? Okay. Und direkt weiter. So, Zeit für Wolken-Typi. Mario? Uiu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 i
Ja, endlich! Oh Gott! Es geht noch weiter? Nein! Alter, mein Herz, könnt ihr das hören? Es ist Rosalina! 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 Wir haben dich gefunden! Warum? Gefühlsüberschluss, Dingenskirchen, ich. Was? Ich kann nicht mehr. Ich war jetzt seit. Oh Gott! Oh, ich guck jetzt. Oh nein! Nein, 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 nein! Wie lange ist die Aufnahme? Scheiße! Nein! Oh nein! Du Scheiße! Ich bin jetzt schon seit 5 Stunden an diesem Level! Und ich hab's jetzt erst geschafft! Oh! Alter Schwede! Also ich muss sagen, das... Wow! Kein Level! Sei es in Super Mario Galaxy 1 oder in 2, kam in irgendeiner Form an diesen Schwierigkeitsgrad dran. Es war noch nicht mal eigentlich so schwer, es war einfach nur die Tatsache, dass man halt nur einmal getroffen werden durfte. Alter Schwede, 5 Stunden! Oh Gott! Ich kann nicht mehr. Und jetzt Rosalina dort. Gefühlsoverload. Das hat sich gelohnt. Yes. Beruhigen. Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken. Deine Taten werden die Geschichte des Kosmos neu schreiben. Möge der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheinen. Oh. Oh, ich freue mich. Ich mag Rosalina. Ah, schön, dass man die auch noch mal sieht. Ja, gut. Sag leider nichts mehr. Oh, super. Oh, geil, 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 geil. Leute, wir haben es geschafft. Der 242. Stern ist jetzt unser. Da, 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 dam, dam, dam. Badadadam. Alter, ich muss dringend gleich meine Platte aufräumen. Alter Schwede, 5 Stunden. Wir sind fertig. Wir sind komplett fertig. Ich glaube es nicht. Es sieht fast aus, als wäre gerade die Hüterin der Luma hier auf dem Deck erschienen. Es ist eine Ewigkeit her, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Aber es hat sich nicht verändert. Hat das irgendeinen Grund, dass sie auf dem Platz der Gourmet-Luma steht? Entschuldigung, Rosalina, das wollte ich nicht. Ich wollte dich füttern. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Leute! Wir sind zu 100% durch. Wir haben alles auf Gold. Wir haben alle Sterne eingesammelt. Okay, Bestzeiten. Ja, was sind schon Bestzeiten? Aber wir haben alles auf Gold. Wir haben alle Bewohner der Galaxie irgendwie auf dem Raumschiff verteilt. Oh, das ist schön. Das ist... Oh. Also, zwischendurch hatte ich mir geschworen, dass ich das Spiel nie wieder anrühren werde. Vor allem, weil dieses Level so schweineschwer ist. Aber jetzt bin ich echt total glücklich. Oh. Das ist... Oh, dieses Gefühl, wenn man es doch dann endlich geschafft hat. Und dann Rosalina. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Oh, hat es doch noch ins Spiel geschafft. Also richtig. Vorher hat man ja immer nur ihre Kometenmünze... Kometenerscheinung gesehen. Sternbilderscheinung, wie auch immer. Aber jetzt nochmal richtig. Oh, das ist schön. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Nur doof, dass das Spiel dann jetzt vorbei ist. Also an sich haben wir ja jetzt nichts mehr zu tun. Ja. Wir können uns theoretisch nochmal von allen verabschieden hier. Aber ja, an sich war es das wirklich. Wir haben alles geschafft, alles gemacht. Die Galaxie ist gerettet. Die Lumas sind vereint.
Wir haben noch keinen Kuchen bekommen von Prinzessin Peach. Das muss ich mir noch nachholen. Irgendwann. Ich weiß noch nicht wo. Aber es gibt noch eine Sache, die es gibt. Es gibt ja noch jetzt etwas ganz Besonderes. Moment, ich muss speichern. Und beenden. Ja. Alter Schwede. Es gab jetzt gerade noch eine Nachricht. Und wehe, es gibt zwei Optionen. Ich werde definitiv dieses Kapitel nicht nochmal spielen. Ich werde es nicht nochmal spielen. Egal was kommt. Egal wie schön das Bild sein wird. Ich werde dieses Kapitel nicht nochmal mit Mario spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin enttäuscht. Na gut, wir lesen es vor. Grüß dich, Spieler. Du hast unglaublicherweise wirklich alle Sterne in diesem Spiel gesammelt. Diese glanzvolle Leistung verdient unsere ganz besondere intergalaktische Glückwünsche. Wir danken dir, dass du dieses Spiel bis zum allerletzten Ende gespielt hast. Du bist ein würdiger Galaxien-Großmeister. Von allen mitwirkenden Super Mario Galaxy. Spielzeit 34 Stunden, 48 und 36 Minuten. 34 Stunden, 48 Minuten und 36 Sekunden. Ja. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt sowas Geiles erwartet wie in Super Mario Galaxy 1. Wo dann halt nochmal so ein schönes Bild da ist. Aber ja. Ist auch okay. Kann man machen. Ich bin jetzt nicht so begeistert, aber was soll's, wir haben es geschafft. Gut. Ja. Super Mario Galaxy 1 ist damit, 2 ist damit jetzt komplett fertig. Alter, ich hab... Nein! Nein, Moment, das waren 7 Stunden. Oh Gott! 7 Stunden! Oh! Was mache ich mit meinem Leben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, weg damit, ich will's nicht mehr sehen. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt fertig mit Super Mario Galaxy. Und ich muss mir jetzt überlegen, was ich als nächstes rausbringe. Da muss ich mir echt noch Gedanken machen. Na gut, auf jeden Fall, meine Meinung zu dem Spiel dürft ihr unterschwingig irgendwann mal gehört haben. Ich find's wie den Vorgänger extrem geil. Wer auf 3D-Jump'n'Runs steht, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Und gerade, wer auf extrem schwierige Level steht, der sollte mal in das letzte reingucken. Es ist nicht wirklich schwer, aber halt das nicht getroffen werden, das macht's halt aus. Naja, es gibt halt auch ein paar Tricks. Ich denke, ich habe alle gezeigt, die man halt so zeigen kann. Man kann sich halt ein paar Wolken mitnehmen am Ende und man kann halt, naja, extrem weit hochspringen und sich dann direkt an die blauen Sterne ranziehen. Gibt halt ein paar kleine Hilfen, sag ich mal. Aber ja, alter Schwede, war das Level schwer. Hätte ich nie für möglich gehalten. Aber na gut. Das war's dann jetzt wirklich für dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann in irgendeinem anderen Spiel wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.